So, der Frühling ist da, es wird wärmer, die Blumen fangen an zu blühen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mich heute einfach mal mit, wie ich eine Biene und eine Blume mit Aquarell male. Hierfür verwende ich mein Skizzenbuch von Koval, welches 100% Baumwollpapier beinhaltet. Alternativ könnt ihr zum Beispiel auch das Hahnemühle Expression oder das Hahnemühle Kollektion Papier in Cold Pressed nehmen. Wichtig hier nämlich, ich arbeite viel nass in nass und da ist das Baumwollpapier vom Vorteil, da es die Eigenschaft hat, länger feucht zu bleiben und man dann dadurch länger damit arbeiten kann. Ich klebe mir auch meine Ränder mit Tape ab, denn ich möchte einen Hintergrund machen und so habe ich zum Schluss einen schönen weißen Rand um das Motiv. Das ist natürlich kein Muss, aber ich mag das sehr gerne und deswegen mache ich das halt so. Mit einem HB-Bleistift mache ich nun die Vorzeichnung direkt auf das Skizzenpapier. Da es ein Skizzenbuch ist, habe ich damit kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel viel radieren muss. Habt aber im Hinterkopf, beim Radieren könnt ihr euer Aquarellpapier beschädigen. Wenn ihr also kein Risiko eingehen wollt, macht die Vorzeichnung lieber auf einem separaten Papier und übertragt sie dann mit Transferpapier auf das Aquarellpapier, was ihr benutzt. Mein Material findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung wieder. Also für die, die es interessiert, schaut da gerne vorbei. Kurz zur Vorzeichnung. Für die Blume mache ich mir erstmal ein grobes Oval, in dem ich später ein wenig mehr die Blütenblätter einzeichnen werde. Dieses Oval bekommt noch einen Stängel und ich zeichne mir grob das Innere der Blume ein. Darauf platziere ich die Biene, welche ungefähr aus so drei Kreisen bzw. Ovalen besteht. Somit habe ich schon mal das Grundgerüst für die Vorzeichnung. Nun zeichne ich noch ein paar Details in die Biene ein, zum Beispiel das Auge und die Beinchen, und die Blume bekommt nun ein paar einzelne Blütenblätter. Hierbei orientiere ich mich an der Form von meinem Oval und an der Vorlage. Diese groben Hilfslinien radiere ich mir auch zum Schluss noch weg. Übrigens, den Link zur Vorlage packe ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Die Vorzeichnung wird bei mir nicht super detailliert, da ich auch nicht mit Aquarell so mega detailliert arbeiten möchte, sondern ich zeichne mir die für mich wichtigen Sachen ein. Das sind Umrisse, also wo endet die Biene, wo ist der Stängel zum Beispiel, dann die Formen. Licht- und Schattenbereiche grenze ich so ein bisschen ab, als auch Details wie zum Beispiel das Auge von der Biene oder auch die Flügel. Da es nun von Person zu Person variieren kann, wie viele Hilfslinien oder wie viel von der Vorzeichnung man zum Malen braucht, entscheidet das bitte selbst, wie viel ihr selbst für euer Bild vorzeichnet. Bin ich jetzt mit meiner Vorzeichnung zufrieden? Suche ich mir meine Aquarellmaterialien raus. Das sind meine Aquarellpinsel. Hier nehme ich einen Verwaschpinsel und einen Schlepperpinsel. Meine Mischpalette. Mein Wasserglas. Gerne kann man auch zwei Wassergläser nehmen. Meine Aquarellfarben. Und dann lege ich mir noch ein Tuch zurecht, um überschüssiges Wasser oder zum Beispiel Farbe vom Pinsel abtupfen zu können. Nun beginne ich mit der Koloration. Erst einmal mische ich mir mein Grün an, welches ich hauptsächlich für den Hintergrund verwenden möchte. Dann spüle ich meinen Pinsel aus. Wenn ich ein zweites Wasserglas habe, nehme ich das Wasser aus dem zweiten Wasserglas, welches ja noch frisch ist und sauber, und bringe das aufs Papier auf. Alternativ kann ich jetzt mein Wasser wechseln, damit ich wieder frisches Wasser habe. Aus dem Grund empfehle ich es übrigens, zwei Wassergläser zu verwenden. Ich bringe also nun mit meinem Verwaschpinsel, welcher viel Wasser und Farbe aufnehmen kann, das klare Wasser auf meinen Hintergrund auf. Denn ich möchte hier nass in nass arbeiten und das heißt mit nasser Farbe aufs nasse Papier gehen. Das eignet sich besonders für Hintergründe. Hierbei achte ich darauf, dass ich kein Wasser in die Biene oder den Mittelpunkt der Blume male. Denn die Farbe, die ich gleich einbringe, kann auch nur dorthin laufen, wo das Wasser ist oder wo ich das feucht gemacht habe. Und somit bleibt das Blüteninnere und die Biene erstmal frei und im Papier weiß.
Alternativ könnte ich auch die Biene und das Innere der Blüte mit Rubbelkrepp oder Maskierflüssigkeit maskieren. Und dann kann ich da auch einfach drüber malen, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, irgendwas ins Motiv reinzumalen. Wichtig beim Arbeiten mit Rubbelkrepp: man darf es nur so lange wie nötig auf dem Papier lassen, höchstens 2 bis 3 Tage. Es empfiehlt sich hier auch, einen Papiertest zu machen, ob sich das halt verträgt, das Rubbelkrepp mit dem Papier. In der Regel tut es das, aber lieber so, als wenn es nachher das böse Erwachen gibt. Und wenn man es länger drauf lässt, kann es nämlich sein, dass man das Papier ein bisschen mit abrubbelt, und das wäre halt sehr ärgerlich. Zudem ist dann auch wirklich darauf zu achten, dass das Rubbelkrepp halt trocken ist, bevor man mit dem Hintergrund anfängt. Wie ihr sehen könnt, achte ich beim Farbauftrag darauf, dass ich bei den verschiedenen Parts von der Blume schon mal die jeweiligen Farben einbringe. Heißt, beim Stängel arbeite ich hauptsächlich mit Grün, also da in dem Bereich, und bei den Blütenblättern arbeite ich mit Rosa, Pink und auch ein wenig Violett. Hier und da bringe ich noch verschiedene Grüntöne in den Hintergrund ein und auch einige pinkfarbene Tupfer, damit das so einen schönen Verlauf ergibt und man einen schönen Hintergrund später hat. Natürlich bringe ich auch noch ein paar Farbspritzer mit ein, die ich auf den noch nassen Hintergrund aufbringe. Da ich im Skizzenbuch arbeite, wandert trotz der Klemme etwas Farben da in die Falz, also dort, wo das Buch zusammengeklappt wird. Und dort entferne ich natürlich die überschüssige Farbe mit einem Pinsel. Bin ich dann mit der Farbgebung vom Hintergrund zufrieden, lasse ich das komplette Bild erst einmal trocknen. Ist mein Bild nun getrocknet, kann ich mit der zweiten Schicht beginnen. Hierbei mache ich mir die Negativtechnik zunutze. Heißt, nun bringe ich eine zweite Schicht auf den Hintergrund ein, lasse aber die Blütenblätter und den Stängel aus. Dadurch wird die Form von der Blume sichtbarer und man hat damit einen tollen Effekt erzielt. Also ähnlich wie ich es im Schritt zuvor mit der Biene und dem Blüteninneren gemacht habe. Übrigens nutze ich hierfür die Nass-auf-Trocken-Technik, da ich hier natürlich ein bisschen mehr Kontrolle über die Farbe selbst haben möchte. Für diese Schicht nehme ich übrigens auch einen leicht dunkleren Farbton, sodass sich die Blütenblätter ein bisschen besser noch abheben. Nach und nach arbeite ich die jetzt, wie gesagt, in der Negativtechnik heraus und ihr seht, wie die Blume wieder Gestalt annimmt. Heißt, man die einzelnen Blütenblätter erkennen kann und auch den Stängel. Habe ich das dann geschafft, lasse ich auch wieder das komplette Bild erst einmal trocknen.
Als nächstes male ich den dunkleren Stängel ein. Hiermit arbeite ich auch noch mal ein paar Blütenblätter heraus und gebe diesen auch noch mal ein paar Details. Während dieser trocknet, kann ich mich dann der Biene widmen. Da der Stängel und die Biene nicht direkt nebeneinander liegen, laufe ich somit auch keine Gefahr, dass die Farben sich irgendwie ineinander vermischen und ineinander verlaufen. Bei der Biene bringe ich erstmal den hellsten Farbton ein. Dies mache ich in der Nass-auf-Trocken-Technik, da das Motiv relativ klein ist. Nun beginne ich damit, die Blüte anzufeuchten, also das Innere, wo bisher noch keine Farbe drin ist. Hier möchte ich mit der Nass-in-Nass-Technik arbeiten, damit die Farbe sich so ein bisschen ungleichmäßig verteilen kann und nicht überall gleich viel Farbe ist. Die Beinchen von der Biene male ich erstmal über, da diese sowieso dunkler werden, ist es also nicht dramatisch, wenn da irgendwie ein bisschen Gelb oder ein bisschen Ockerton drin ist. Habt übrigens immer im Hinterkopf, dass Aquarellfarbe immer etwas heller auftrocknet. Heißt, sie sieht im nassen Zustand meist dunkler und kräftiger aus, als dann, wenn sie getrocknet ist. Wie stark dieser Effekt ist, ist abhängig vom Hersteller, von den Farben als auch vom Papier. Wenn Stängel, Blüte und Biene getrocknet sind, arbeite ich auch hier wieder mit der Negativtechnik einzelne Blütenblätter innerhalb der Blume aus. Und ihr seht, manchmal braucht es eben nur einen kleinen Schatten, damit so ein Blütenblatt wieder sichtbarer wird und etwas mehr Detail im Bild ist. Und wo wir gerade über Details reden, ich möchte allgemein in meine Aquarellbilder nicht so viele Details einbringen. Hier möchte ich es relativ einfach halten, alles ausgenommen von der Blüte, also diesem Blüteninneren und der Biene. Hierauf möchte ich den Blick des Betrachters lenken, indem ich einfach hier mehr Details einbringe als im Rest des Bildes. Zudem habe ich in diesem Bereich auch viel mehr mit warmen Farben gearbeitet als im restlichen Bild. Und auch das führt dazu, dass der Blick des Betrachters auf das Hauptmotiv, also die Biene, gelenkt wird. Für Details verwende ich, wie erwähnt, die Nass-auf-Trocken-Technik, da man da deutlich mehr Kontrolle darüber hat, wo die Farbe hinläuft. Nun verwende ich auch einen Schlepperpinsel für die feinen Details und Linien. Der eignet sich besonders auch dafür, denn man muss nicht immer wieder nach allen paar Strichen in die Farbe reingehen. Mit diesem arbeite ich nun ein paar Details in Blüte und der Biene aus. Hierbei arbeite ich wie immer beim Aquarell von hell nach dunkel. Heißt, erst bringe ich hellere Härchen bei der Biene ein und dann dunklere und somit bekomme ich auch einen schönen Übergang. Und natürlich auch einen schönen Kontrast, der mir in meinen Bildern zum Beispiel auch sehr wichtig ist.
Bin ich nun mit dem Gesamten zufrieden, bringe ich noch ein paar hellere bzw. weiße Highlights ein. Ich mache dieses meist mit weißer Gouache. Natürlich könnte man diese Stellen auch von Anfang an freilassen oder sie anfangs mit Rubbelkrepp maskieren. Ich mache es gerne aber im Nachhinein und nutze dabei, wie gesagt, meist weiße Gouache, manchmal aber auch einen weißen Acrylmarker. Nun lasse ich das komplette Bild erstmal trocknen, bevor ich noch ein paar Farbspritzer aufbringe. Die finde ich immer sehr schön und die lockern das Bild halt immer, finde ich, noch ein bisschen auf. Ich verwende hier auch wieder die weiße Gouache und dann noch ein bisschen Pink und ein bisschen Orange, vor allen Dingen im Bereich des Blüteninneren. Hierbei halte ich meine Hand über das Motiv selbst, also dieses Hauptmotiv, nämlich die Biene, damit dort keine Farbspritzer landen. Nun kommt mit das Beste vom Ganzen, und zwar das Tape abmachen. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt einen schönen weißen Rand um mein Motiv, der das alles sozusagen ein wenig einrahmt. Ja, und dann bin ich auch schon fertig. Ich finde dieses Motiv wirklich sehr schön von den Farben her, von den Kontrasten her. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das auch malen wollt. Wenn ihr das bei Insta und Co. postet, nutzt gerne den Hashtag Vitas Artworks, alles klein und zusammengeschrieben. Dann sehe ich das bestimmt auch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, um mich kostenlos zu unterstützen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!